Ein Traum für Drachenbootler. Paddeln auf der freien Ostsee. Für diese Frauen ist das Training etwas ganz Besonderes. Sie bezeichnen sich selber als Pinkies, denn Pink ist die Farbe der Brustkrebspatientinnen. Mit dem Stechpaddel in der Hand haben sie der Krankheit den Kampf angesagt. Jede Trainingseinheit stärkt auch ihr Selbstwertgefühl. Das Team ist gemischt. Betroffene und Unterstützer sitzen in einem Boot. Auf Schlag in der ersten Bank eine Soldatin. Ich bin Fachkrankenschwester für Anästhesie-Intensivmedizin, bin seit 2010 im BWK Hamburg, bin seit 2006 bei der Bundeswehr, bin mittlerweile Hauptfeldwebel und Berufssoldat. Selber nicht betroffen, gehört sie zu der großen Zahl von engagierten Paddlern, ohne die der pinke Sport nicht funktionieren würde. Wir haben im Bundeswehrkrankenhaus ein eigenes Drachenboot-Team, die Alsterdrachen. Und zu den Pinkies bin ich mit Frank Pfeiffer gekommen. Der hat auch die Alsterdrachen als Steuermann und Trainer immer trainiert. Und er hat mich mal angesprochen und so bin ich vor 4 Jahren hier hochgekommen. Rund 70.000 Frauen in Deutschland erkranken pro Jahr. Die Diagnose ändert alles. Dinge, die früher normal waren, funktionieren nicht mehr so einfach. Zurück ins Leben ist die Devise vieler Betroffener. Das sind wunderbare Frauen. Ich finde klasse, die haben so viel durchgemacht und dass sie dann wirklich sich ins Drachenboot noch setzen, hier trainieren, das ist auch medizinisch für sie gut. Die haben ja immer Lymphprobleme, also Lymphabflussstörungen. Die Initiative Pink Paddler wurde 1996 vom kanadischen Sportmediziner Dr. Don McKenzie ins Leben gerufen. Seine Studien haben gezeigt, dass beim Training im Drachenboot die gefürchteten und schmerzhaften Lymphprobleme im besten Falle nicht mehr auftreten. Die Pinkies sind zurück am Strand von Dranske. Die Bedingungen waren interessant. War super Einheit. Spaß gemacht. Schön platschern, ja genau. Das heutige Trainingsziel ist erreicht. Als Team das Boot durch die Wellen fahren. Ganz in dem Gedanken, gemeinsam durch die schwere Zeit. Aber ich freue mich einfach, die Mädels jedes Jahr hier wieder zu sehen und mit denen zu erzählen. Das ist klasse.